kurz reinnehmen. Otto Wehhagel nochmal. Ne? Otto Wehhagel, Fußballexperte bei Franz Beckenbauer geht nicht mehr. Wir müssen jetzt, zu Otto Wehhagel greifen. Schönen guten Abend, Herr Wehhagel. Oh, bin auch froh, da weiß er, dass ich hier bin. Ne? Also, er hat auch gut gespielt, aber in all den ganzen Jahren und so weiter. Und, aber jetzt haben die ganzen Rabauken, weißt du, im Stadion, haben alles kaputt gemacht. Ne? Die haben da demonstriert, haben die Tennisbälle auf dem Platz, ne? Haben Tennisbälle aufgeschmissen und haben so kleine Sportflitzer da über den Rasen fahren lassen und dann die da nicht mehr. Ne? Von wegen hier, jetzt müssen wir auf die Investoren müssen wir jetzt verzichten, ne? Weißt du, so, weil die haben da Rabatz gemacht und jetzt geht das nicht mehr hier mit den Investoren, die haben sich da beschwert, die ganzen Fans, und deswegen müssen wir jetzt einen Gürtel enger schneiden mit ein paar Millionen im Monat weniger auskommen. Also das ist gar nicht so einfach, ne? Kann ich dir sagen. Ja gut, Sie sind jetzt bedauernd, Herr Lehrer, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ist doch nicht so einfach, mit ein paar Millionen auszukommen. Ja, das würde ich sagen, wäre es jetzt mal in groben Zügen.